Und dann kommen ja viele, denken dann immer, aber Tee ist doch viel gesünder als Kaffee. Nein, absolut nicht. Das kommt immer auf die Qualität an. Bei Kaffee übrigens genau das Gleiche. Super viele Kaffeesorten sind einfach extrem schimmelpilzbelastet. Vor allem eben auch gemahlener Kaffee. Oft gemahlener. Entkoffeiniert dann noch viel, viel schlimmer, weil Koffein die Pflanze schützt. Also vielleicht da auch mal drauf achten, welches Produkt nehme ich, kann ich mich da ein bisschen informieren im Internet. Kann auch Spaß machen, kann ich dazu sagen. Man kann auch mit den Herstellern per Instagram schreiben. Das ist ein was ganz Tolles, was die Digitalisierung mit sich gebracht hat. Das mache ich auch ganz gerne. Wir sprechen da auch von Ölen zum Beispiel. Also, dass wir jetzt da sowas von Transfetten und so weiter weggehen, das ist ja irgendwie obvious. Aber was für ein Olivenöl habe ich? Olivenöl ist eins der meistgefälschten Lebensmittel auf der Welt. Mhm. Wer hat's gedacht? Mhm. In dem Olivenöl, das du daheim hast, ist wahrscheinlich gar kein Olivenöl drin, sondern Sonnenblumenöl, Rapsöl, wenn du Glück hast, wenn du Pech hast, vielleicht auch ein bisschen Motoröl. Die Welt ist im Wandel. Stress und Belastung auf unseren Organismus sind überall. Zur selben Zeit aber gibt es heute eine Vielzahl natürlicher und auch technologisch fortschrittlicher Methoden. Wie der Einsatz der Spektren des Lichts, unsere Atmung, Kälte, Nährstoffaufnahme und Nährstoffentzug, die Natur und auch unsere Gedanken. Gezielt eingesetzt ermöglichen sie nicht nur eine vollständige Entfaltung unserer Gesundheit in der heutigen Umwelt, sondern dass wir sogar neue Potenziale erobern können. Wo sind unsere Grenzen? Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zum Epigenetik Podcast. Willkommen zum Epigenetik Podcast. Mein Name ist Sebastian Dietrich und meine Gäste heute sind Felicitas Riederle und Alexandra Stech von Epifood. Erst einmal finde ich es episch, dass heute Epifood auf Epigenes bei Epigenetik TV trifft. Dann gibt es noch eine weitere Premiere. Ich habe nämlich noch nie einen Dreier-Podcast aufgenommen. Deswegen freue ich mich mega, dass ihr beide heute hier seid. Und normalerweise stelle ich ja die Gäste oder den Gast vor. Heute stelle ich aber euer gemeinsames Projekt vor, Epifood. Ja, Epifood ist die neue, gesunde Küche ohne Weizen, Zucker und Kuhmilch, die sich ja negativ auf unsere DNA-Gesundheit auswirken würden. Und auf eurer Website gibt es ja eine jede Menge epische Rezepte, eine App, auch Workshops, die insgesamt darauf abzielen, die DNA zu schützen, nicht aber nur, sondern aber auch das volle epigenetische und genetische Potenzial auszuschöpfen. Euer gleichnamiges Kochbuch basiert im Grunde ebenso auf dieser Idee. Meine Frau oder wir hatten das früher auch zu Hause in unserem Regal, was Kochbücher angeht. Kurz bevor wir ausgewandert sind, gab es das immer noch. Das muss man einem schweren Herzens hergeben. Aber derjenige hat sich total gefreut darüber. Deswegen, ich kann es nur empfehlen, sich da ein bisschen Inspiration abzuholen für die Epi-Küche. Ja, Alex und Feli, willkommen zum Epigenetik-Podcast. Dankeschön. Danke. Ja, wie cool ist das denn, dass wir jetzt endlich aufeinandertreffen? Wir haben, bevor wir jetzt angefangen haben, nochmal kurz drüber gesprochen. Wir hatten ja tatsächlich schon mal telefonischen Kontakt, Alex, du und ich. Das hatten wir beide vergessen oder nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich find's so cool, dass ihr, was ihr macht, weil das einfach so wertvoll ist, in die Praxis zu gehen. Wir haben ja immer vor allem so, ja, Theoretiker, Professoren, auch Doktoren, also da geht es viel um Wissenschaftliches und deswegen euch heute mal hier zu haben und auch mal sich so ein paar Praxistipps für die Epi-Küche abzuholen, finde ich total wertvoll. Ich habe 2017 mein erstes Epigenetik-Seminar in Deutschland gegeben. Ich weiß, euer Buch kam 2019 raus, ihr wart also schon wahnsinnig früh auch auf diesem Epigenetik-Zug. Erst heute, so wie ich finde, kommt der Epigenetik erst so richtig in Fahrt bei uns. Du hast aber gesagt, Alex, bevor wir jetzt losgelegt haben, dass ihr sogar schon 2014 mit Epigenetik irgendwie in Kontakt wart. Ja, wie seid ihr denn überhaupt in die Welt der Epigenetik oder zur Welt gekommen, in die Welt eingetaucht, wie auch immer man sagt? Wie habt ihr da die erste Begegnung mitmachen dürfen? Also ich glaube, da muss ich auch ein bisschen ausholen. Man muss nämlich dazu sagen, Feli und ich sind nicht klassische Geschäftspartner, sondern wir sind beste Freundinnen seit 15 Jahren. Und ich habe eine etwas negative Vergangenheit mit Bulimie und Magersucht. Und Feli hat eher so einen homöopathischen Hintergrund, also eher dieser gesundheitliche Part, ich der kranke Part in Anführungszeichen. Und durch meine Therapie wollte ich immer so ein gesundes Café aufmachen, weil ich auch mal in der Gastro gearbeitet hatte und nach dem Abi war das halt so ein kleines Träumchen, das man hatte.
Und dementsprechend haben wir uns dann auch so zusammengetan und ja, wie könnten wir das machen? Und der Name war Grüne Seele. Das war so das erste Projekt. Und in dieser Zeit hat die Feli bei einem Modelabel gearbeitet und hatte eine Bekannte, wo dann über kurz oder lang sich ein Kontakt aufgestellt hat und wir ein Kochbuch schreiben sollten. Und wir so, ja, warum denn eigentlich nicht? Kochen verbindet uns komplett. Also let's do it. Feli ist dann über ihre Bachelorarbeit tatsächlich auf die Epigenetik gestoßen, weil wir haben nach einem Thema gesucht für unser Kochbuch. Weil wir wollten jetzt nicht einfach nur just another gesundes Kochbuch sein, sondern wir wollten schon irgendwie was mitgeben, was irgendwie langfristig was verändern könnte. Und dann haben wir uns eben in dieser Epigenetik eingelesen. Und man muss dazu sagen, wir haben beide keine Ernährungswissenschaften studiert gehabt. Und es ist ja schon etwas auch sehr Wissenschaftliches, was auch zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht mal so stark mit der Ernährung verknüpft war. Und haben dann angefangen, selbst auszuprobieren. Und haben dann geschaut, okay, welchen Einfluss haben denn gewisse Lebensmittel auf unsere Gesundheit? Alleine da war schon der Anknüpfungspunkt. Und ich für meinen Teil hatte eben die Vorgeschichte Bulimie und Magersucht, hatte Akne, habe mich nicht wohl, nicht gesund gefühlt. Und dann haben wir mal so hochindustriell verarbeitete Lebensmittel weggelassen, zum Beispiel Zucker. Damit habe ich meine Bulimie echt weitestgehend in den Griff bekommen. Gluten waren wir so schwierig. Also es war damals dieses Buch, diese Weizenwampe war so gerade im Trend. Und bei Gluten haben wir uns gedacht, sind wir uns jetzt nicht so ganz d'accord damit, weil wir gesagt haben, na ja, also die Menschen essen schon so lange Brot und so weiter, aber was macht denn jetzt gerade so den Unterschied? Und es ist einfach, dass der Weizen hochindustriell verarbeitet ist, aber Dinkelprodukte zum Beispiel zum damaligen Zeitpunkt noch nicht waren. Dann haben wir das quasi in unseren Alltag mit integriert und haben da auch schon wieder gemerkt, so, okay, der Verdauung geht's irgendwie besser. Und last but not least, Milchprodukte. Und dann haben wir jetzt auch so die drei Produktgruppen, die wir hauptsächlich ausschließen, einfach aus dem Grund, weil die Milch, die man im Supermarkt bekommt, ist jetzt auch nicht mehr die Milch, die man rein theoretisch vom Bauern bekommen könnte. Und was viele vergessen, dass eine Laktoseintoleranz oftmals gar nichts Unnormales ist, sondern eigentlich der Lauf der Dinge. Wenn wir von der Muttermilch wegkommen, dann bauen wir das Enzym Laktase ab. Das heißt, wir vertragen diese Milch gar nicht mehr richtig. Und das war für mich tatsächlich auch ein Schlüsselpunkt für meine schlechte Haut. Und wie gesagt, waren wir aber trotzdem dann so drin in diesem Epigenetik-Thema, dass wir gesagt haben, das müssen wir durchziehen, das müssen wir umsetzen. Und dann hatten wir leider großes Pech und der Verlagschef ist verstorben. Das heißt, wir hatten dieses fertige Kochbuch und saßen dann irgendwie so auf heißen Kohlen und dachten uns, was machen wir jetzt? Dann kommen wir wieder zu Feli, gerade im Modelabel gearbeitet. Dann war so, ja, habt ihr nicht mal Lust, ein Catering zu machen? Und wir so, warum nicht? Und haben uns dann eingearbeitet mit IHK und allen möglichen, so was, auf was man alles achten muss. Und dann ging es mit dem Catering los, dass wir genau nach diesem Konzept angefangen haben. Und jetzt habe ich einen riesigen Monolog gehalten. Vielleicht will Feli noch was anfügen oder du hast direkt auch Rückfragen. Ja, unbedingt, weil total spannend. Also dann doch wieder über den zweiten Weg. Also dann kam es zum Catering und dann kam quasi über den zweiten Weg das Buch. Total spannend, was du da jetzt erzählt hast, Alex. Und vor allem, wenn ich nachfragen darf, das ist ja jetzt was Persönliches, kannst du auch gerne sagen, dass du es nicht möchtest, darauf zu antworten. Aber du hast gesagt, als du dann den Zucker weggelassen hast, dann kamst du besser zurecht oder dann hat sich sogar die Borreliose aufgelöst. Bulimie. Borreliose, Entschuldigung. Dann checken wir das was nicht. Ich habe nämlich kurz vor unserer Show ein anderes Interview vorbereitet, da ging es um Borreliose. Ja. Deswegen hatte ich das noch im Kopf. Wie war da der Verlauf? Wie hat sich da was verändert? Einfach nur durch das Zucker weglassen? Klar, also natürlich für mich jetzt gehen da so ein paar Kaskaden im Kopf los. Das Verdauungssystem, also die Darmbakterien, vor allem die Bösen, ernähren sich dann von Zucker. Dann gibt's die Darmgehirnschleife. Das heißt, es hat schon viel natürlich auch mit dem Verhalten zu tun, was wir da so essen. Wie war denn das für dich, als du den Zucker weglassen hast? Und war das dann von heute auf morgen weg? Oder wie muss man sich das vorstellen, dass das quasi so magichaft dann sich aufgelöst hat?
Also man muss dazu sagen, ich meine, Bulimie und Magersuchtzeit hat sich über 10 Jahre gezogen. Das hat mit Bulimie-Magersucht gestartet und dass ich einfach dünn sein wollte, ist dann in die Sucht übergegangen und hat dann im Binge-Eating geendet. Und Binge-Eating muss ich mal kurz erklären, das kann so ausarten, dass man einen vollgeschmückten Weihnachtsbaum mit 100 diversen Lindkugeln hat und man sich an dem Abend hinsetzt und alle Kugeln aufisst. Und dann sich erbricht. Und das ist kein Witz, das hat exakt genauso stattgefunden, weil man halt eben ein... Es ist ein Teufelskreis. Wenn man den Zucker isst, ist man für diesen kurzen Moment glücklich. Und dann weiß man natürlich, okay, also da kommt ja natürlich die Magersucht dazu, ich möchte nicht zunehmen, also erbricht man es wieder. Und in meiner Therapie habe ich ganz oft eben auch eigentlich sie hat mir das erklärt, das ist wie eine Alkoholtherapie, dass du wirst Rückfälle haben, du musst sie akzeptieren. Und ich habe zu ihr immer gesagt, zu meiner Therapeutin, es ist, als ob mein Bauch mit mir spricht, dass er jetzt Zucker braucht. Er braucht es, er will es und ich muss das jetzt essen und ich kann nichts dagegen machen. Und dementsprechend war auch ein wichtiger Punkt, dass ich mich mit der Ernährung auseinandersetzen musste in meiner Therapie. Also ich habe mich eingelesen in Nährstoffen, was machen sie mit dem Körper? Und bei Zucker ist ja auch ganz oft so, dass es eben ein Belohnungszentrum wirkt und man dementsprechend ausgetrickst wird. Und das Blöde ist ja, dieser Teufelskreis, der endet ja nicht jetzt nur bei Zucker, sondern es fängt ja damit an, dass ich ja gar nicht mehr die richtigen Nährstoffe aufnehme, die ich brauche, um stabil zu sein mental. Das heißt also, man driftet sehr schnell in der Depression zum Beispiel ab. Und das ist dann wirklich ein Spiel, wo man stark sein muss und dann sagt so, nee, das ist jetzt Zucker, das weiß ich, das esse ich jetzt nicht. Ich suche mir jetzt eine Alternative. Und das war halt das Coole bei uns beiden, dadurch, dass wir halt super affin waren, was zum Beispiel auch Pinterest anging und so weiter, dass wir halt schon super früh auf diesen Trend mit Raw Balls, also Datteln, Trockenfrüchte, da coole Rezepte draus machen, die sehr ähnlich sind zu diesen klassischen süßen Rezepten. Und das ist wirklich ein großer Unterschied, ob man jetzt beispielsweise, nennen wir jetzt mal einen Snickers, oder eine Dattel mit Erdnussmus und Schokolade ist. Weil man zum Beispiel in den Snickers hat man sehr viel Zucker, gar nicht so viele Nährstoffe, wohingegen man ja, obwohl die Dattel extrem süß ist und auch sehr viel Zucker enthält, aber auch nur Nährstoffe enthält. Und das musste ich mir halt so nach und nach aneignen. Und danach habe ich einfach nur verstanden, krass, wie abhängig ich einfach vom Zucker war. Wirklich körperlich abhängig. Wahnsinn. Super spannend. Und ich unterrichte zum Beispiel jetzt in meinen Seminaren ganz viel auch zum Verdauungssystem natürlich und dann machen wir so Eliminierungsdiäten auch je nachdem, was der Kunde so mitbringt. Und dann ist es ja einerseits so einfach zu sagen, okay, das und das und das musst du eliminieren. Aber dann steht ja der Kunde erstmal da und sagt, ja, okay, was soll ich dann essen? Deswegen ist es so wertvoll, auch wirklich was Gesundes zur Hand zu haben, wo wir sagen, ey, da haben wir was, da haben wir was, da haben wir was für die jeweiligen Situationen, wo du einfach dann Hunger hast oder wo du deine Cravings hast. Und wo es eben eine gesunde und gute Alternative dafür gibt. Das ist ja so wichtig. Ja. Ja, spannende Story, Alex. Feli, vielleicht nochmal ganz kurz zu dir. Alex hat ja gesagt, du warst denn diejenige, die sich auch so ein bisschen wissenschaftlich oder die wissenschaftlich auf das Thema Epigenetik gestoßen ist, bezüglich deiner Bachelorarbeit. Wie war das bei dir? Was hast du da damals studiert? Und dann, was war denn das Thema? Dann ging es dann um Epigenetik und Ernährung oder worum ging es genau? Ich habe tatsächlich Mode- und Designmanagement studiert und bin über Gesundheitstrend auf das Thema gekommen. Ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben über einen neuen Technical Health Device. Sowas kennt man heute unter Oura, Whoop und wie sie alle heißen, Apple Watch etc. Gab es früher auch schon, hießen Jawbone, war nur so ein Geschwindigkeitsmesser drin, war auch total so rüttelplattenmäßig. Ich laufe jetzt meine Schritte. War damals relativ schlecht, aber die Zukunft war auf jeden Fall sehr strahlend für diese Produkte und dementsprechend dachte ich, es wäre doch geil, einen Armband zu haben, das quasi die drei Komponenten misst, also nicht nur eben Sport und Schlaf in diesem Sinne, sondern eben auch Ernährung. Also habe ich dann mit meiner damaligen Kommilitonin diese Bachelorarbeit geschrieben, haben auch mit Instituten zusammengearbeitet, die in diesem, ich sag mal, diesen Health Devices sehr stark sind. Und was man da eben machen könnte, wie durch man das messen könnte. Na gut, dann kommst du natürlich drauf, Ernährung. Gut, dann musst du quasi, wo ist das Ziel? Status, Ziel. Und das Ziel war die perfekte Ernährung. Und dann kommst du darauf, da fragst du dich, was ist jetzt die perfekte Ernährung? Dann siehst du natürlich 3 Milliarden Diäten, das hat ja nichts mehr mit Ernährung zu tun. Und da denkst du dir, ja gut, Und dann bin ich auf das Thema Epigenetik gestoßen, weil ich eben wahnsinnig viel Lektüre lesen musste. Mein Papa ist praktizierender Homöopath gewesen früher und dementsprechend habe ich schon ganz viel mitbekommen aus ganz verschiedenen Bereichen
Und war da schon immer so ein bisschen interessiert. Ich fand das Thema einfach wahnsinnig spannend. Ich fand es aber leider auch veraltet. Ich fand irgendwie, das hat so ein bisschen mehr Sexiness verdient. Und habe mich dann bei Professor Dr. Strunz, der ja auch einer der ersten war, eingelesen. Und da kam mir dann eben dieses Thema mit der Epigenetik auf, wo ich dachte, aha, okay, da geht's in die individuelle Richtung. Also das ist ja wahnsinnig spannend. Cool. Und so haben wir dieses Thema vertieft und das ist ganz witzig. Wir haben am Anfang gedacht, okay, wie nennen wir das jetzt? Nennen wir das jetzt Epi-Food oder Pro-Gen-Food? Und das ist so witzig, im Nachhinein lacht man darüber. Aber das war wirklich a thing für uns. Und damals unsere besten Freundinnen haben dann entschieden, ja, nee, Epi-Food ist schon besser. Ne? So, und dann wurde es eben zu Epi-Food. Und seitdem ist es natürlich auch ein Thema, wo wir uns tagtäglich damit beschäftigen. Wir haben ja auch einen Podcast. Wir haben ja auch mittlerweile eine Plattform für gesunde Ernährung jetzt seit 8 Jahren und können sagen, wir haben so viele Erfahrungen gesammelt und haben definitiv ein autodidaktisches Studium an den Tag gelegt, wenn nicht sogar mehr, weil wir eben Tag für Tag Interesse daran hegen und aus allen Richtungen schöpfen. Ja, und vor allem total wertvoll, weil ihr ja vor allem an den Endverbraucher appelliert und sicherlich mit euren Rezepten, mit euren Inhalten, Workshops und so weiter, mit der Plattform so viele Menschen erreicht und durch die praktischen Tipps ja so viel Mehrwert bei den Leuten erreicht, eben durch das Umsetzen in der Küche und was man da alles so machen kann. Da tauchen wir jetzt mal direkt drauf ein, würde ich sagen. Wobei Epi-Food nochmal der absolut coolere Name ist als Pro-Gen. Ja, oder? Was ich definitiv noch sagen wollte, was mir noch wichtig war, wir hatten ja vorher dieses kein Weizenzucker und Kuhmilch, da muss man wirklich dazu sagen, es geht hier um die hochindustrielle Verwertung dieser Produkte. Ja, es gibt auch Menschen, die Kuhmilch vertragen, für die Kuhmilch die richtigere Lösung ist. Und da sprechen wir von individueller Gesundheit. Das möchte ich hier ganz groß schreiben. Jeder hier, der hier zuhört, der verträgt vielleicht das eine besser als der andere. Also nur weil wir hier sagen, weil wir zwei Mädels hier jetzt stehen und meinen kein Weizenzucker und Kuhmilch, muss das für dich nicht richtig sein. Und das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Wir haben uns damals nur gedacht, wie machen wir das in dieser Elevator-Taktik? Wie erklären wir jemandem ganz schnell, was geht in Richtung gesunde Ernährung? Ja, wie catchst du jemanden? Und das war kein Weizenzucker und Kuhmilch und ist es nach wie vor, weil eben diese Produkte schon mal in die richtige Richtung gehen. Aber es ist der Anfang des Weges und es ist nicht das Ende und es ist auch nicht der ganze Weg. Das heißt, beschäftige dich mit diesen Themen, warum, weshalb, Qualität der Produkte. Das ist eine never-ending Story. Ich glaube, jeder, der sich mit Ernährung beschäftigt, der weiß, es ist eine never-ending Story und auch mit persönlicher Gesundheitsgeschichte. Alleine, wenn wir uns Frauen anschauen, im Zyklus, in dem wir uns verändern und Ernährung sich verändert, im Gegensatz zu Männern zum Beispiel, wo man sagt, okay, Intervallfasten und dann sagt mir unsere Hormoncoachin, nee, Intervallfasten macht bei Frauen zum Beispiel in der Menopause, ist total schrecklich, macht überhaupt gar keinen Sinn. Macht es bitte nicht. Ja, also das möchte ich ganz, ganz groß schreiben und auch nochmal wirklich betonen. Hier geht es um individuell gesunde Ernährung. Ja, super. Und ich glaube, das Erste ist auch ganz, ganz wichtig, einfach mal ein Bewusstsein zu haben und auf seinen Körper zu hören. Wie spricht der Körper gerade zu mir, nachdem ich dieses und jenes gegessen habe, finde ich auch super, super wichtig, sich erstmal dem bewusst zu sein, wie der Körper reagiert. Und der Körper ist bei vielen einfach irgendwie stumpf und abgeflacht. Deswegen, das kann man natürlich auch schärfen, die Rezeptoren. Und das Milchthema ist natürlich auch ganz, ganz spannend. Ich befasse mich ja viel mit DNA und Herkunft. Und so wie du es vorhin gesagt hast, Alex, eigentlich sind wir, oder Feli, eigentlich sind wir gar nicht so in der Lage, mit Milch umzugehen, nachdem wir quasi, oder nachdem die Mama abgestillt hat. Und die Asiaten haben das ja überhaupt nicht, ne? Dieses Laktase-Gen, also quasi um Laktase zu produzieren. Nur wir Europäer haben uns wahrscheinlich durch unsere Environment, weil es eben hier früher super kalt war und dann hat man die Milch wahrscheinlich, das sind alles Vermutungen, irgendwie halt über Winter lagern können. Und dann war das so eins der primären Nahrungsmittel. Deswegen hat sich unsere DNA dann irgendwann angepasst, dass wir eben dann großteils zumindest als Europäer Laktase produzieren könnten. Viele können es nicht. Und nicht mal die Leute, die Laktase produzieren, sind insgesamt ja davon geschützt. Dann gibt es ja auch noch die Epigenetik. Ich kann ja trotzdem auch immunologisch dann eine Unverträglichkeit entwickeln. Deswegen ist es einfach super wichtig, da individuell drauf zu schauen. Jetzt bin ich schon wieder zu sehr in der Theorie und mein Kopf verknüpft da einfach immer viele, viele tolle Sachen. Eine Sache wollte ich auch noch mal ganz kurz erwähnen. Die grüne Hölle? Was war das eigentlich, dieses Café? Fand ich auch einen total coolen Namen, nämlich.
Die grüne Seele, nicht die grüne Hölle. Und wenn wir schon dabei sind, vielleicht die grüne Hölle auch das. Unser Kochbuch hat ja auch einen Baum zu sehen vorne. Und das hat ja auch einen Sinn, weil wir nämlich der Meinung waren, dass das, was man außen sieht, ganz viel von dem abhängt, was innen stattfindet. Das heißt also, wenn du dir, falls du das Kochbuch irgendwann nochmal in die Hände bekommst, die Wurzeln sind größer als oben die Krone vom Baum. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt lasst uns aber mal eintauchen in Themen, was so ernährungsmäßig wir da heute irgendwie mitnehmen können. Vielleicht fangen wir erstmal an. Wir hatten vorher schon, oder ich hatte es kurz angesprochen, über so Eliminierungen. Wenn wir mal in so eine Epi-Küche schauen, ihr habt ja jetzt schon vom Weizen gesprochen, von Milch und so weiter. In der Küche, was gibt's denn da sonst noch so, was man vielleicht eliminieren sollte, bevor wir überhaupt dahin denken, was wir essen sollten? Gibt's da irgendwie so ein paar Sachen, wo ihr sagt, hey, das darf eigentlich überhaupt nicht mehr in der Küche drin sein oder eigentlich in einem oder in so einem Ernährungsplan oder Diät? Ich glaube, fangen wir mal mit den Sachen an, die am offensichtlichsten sind. Und das ist, wenn wir den Kühlschrank öffnen, dann sind das sowas wie Salatdressings, Soßen, die man so ganz nebenbei dippt und so weiter. Weil wenn man sich die mal genau anschaut, dann sind da extrem viele Konservierungsstoffe enthalten und sehr viel Zucker und wenig Nährstoffe. Das ist für mich immer so das Offensichtlichste, wenn ich in den Kühlschrank reinschaue. Auch Fertiggerichte sind so ein zweischneidiges Gleis. Es gibt gute Fertiggerichte, es gibt leider sehr schlechte Fertiggerichte und die sind meistens vorzufinden, wo man da vielleicht schon mal anfangen sollte, Alternativen zu finden. Gibt's aber mittlerweile tolle, nährstoffreiche Sachen, weil im Endeffekt ist ja etwas, was gefroren ist, nicht schlechter. Auch Gemüse, wenn es frisch geerntet wird, ist es ja eigentlich optimal, wenn es direkt frisch eingefroren wird und dann zu Hause wieder ganz sanft erwärmt wird, jetzt vielleicht nicht kaputt frittieren, aber definitiv tolle Nährstoffquelle. Ebenso, weil wir gerade im Kühlschrank noch sind, sowas wie gezuckerte Joghurts. Dann doch lieber irgendwie so auf Naturjoghurt gehen und frische Beeren und Früchte oder eben TK-Beeren und Früchte zu haben. Da kann man ganz leicht anfangen. Dann gehen wir mal rüber, fangen wir mal an im Frühstücksregal, sowas wie Müslis, Cerealien und so weiter. Da mal wirklich immer die Zutatenliste lesen. Was haben wir denn da alles drin? Findet man auch wieder sehr viel Zucker, wenig Nährstoffe. Kann man ganz einfach selbst zusammenstellen, nährstoffreich. Genau, wenn wir jetzt dann weitergehen so in den Gewürzschrank, dann sollte der ziemlich voll sein. Da sollte man aber auch ein bisschen drauf achten. Es gibt super viele Gewürze, die auch unnötige Konservierungsstoffe enthalten haben, Zucker enthalten haben. Wobei, wenn Zucker als Gewürz verwendet wird, mild is what it is, ist ja jetzt keine große Menge, aber trotzdem einfach ein Auge drauf haben. Und der Punkt ist, Gewürze machen gutes Essen aus. Unsere Geschmacksknospen sind ja auch mittlerweile ein bisschen ausgetrickst von Geschmacksverstärkern und so weiter. Das heißt, ganz normales Essen, in Anführungszeichen, wie meine Gemüsepfanne, schmeckt für viele lasch. Und da ist dann natürlich das Wichtigste, Gewürze zu Hause haben, weil die nicht nur Geschmack geben, sondern auch tolle Nährstoffe enthalten. Also zum Beispiel auch sowas wie Zimt verwenden, Curries, die ganz viele tolle Gewürze drin haben, wie zum Beispiel Kumin, dann Kurkuma und Boxhornklee. Und die haben alle auch noch einen positiven Einfluss auf unsere Verdauung. Und ansonsten, wenn mir jetzt noch direkt was einfällt, dann muss ich sagen, vielleicht einfach beim Zucker schauen, dass man da ein bisschen bessere Alternativen findet oder gleich mal so dieses Zuckerfach, ich kenne es noch von mir zu Hause, da gab es dieses Gewürzschrank und da gab es so eine Kiste Zucker drin, wo das immer rausgezogen wurde und dann ein Löffelchen in den Kaffee reingehauen wurde. Da vielleicht auch mal schauen zu sagen, hey, finde ich hier eine etwas bessere Alternative, lass es ein Dattelsirup sein. Der ist auch extrem süß, aber hat wenigstens noch ein paar Vorzüge oder vielleicht auch die einfachste Variante mal auf Rohrohrzucker umsteigen. Ich finde, das ist auch schon mal so ein netter Übergang von diesem klassischen Zucker zu gar keinen Zucker im Endeffekt. Ja, jetzt das waren jetzt mal die Punkte, die ich weglassen würde. Ja, finde ich auch irgendwie wichtig, dass man nicht einfach nur sagt, hey, jetzt lassen wir alles weg, sondern dass wir vielleicht eben, also jeder ist ja nicht gleich, ne? Es gibt ja schon Menschen, die wollen all in gehen, direkt, aber manche brauchen halt irgendwie so eine Reise dahin, ob das dann der vom weißen zum braunen Zucker zum
Honig zum Datteln, zu den Datteln. Total. Und dann, also das ist auch wichtig, dass es da irgendwie erstmal Alternativen gibt und dass man den Leuten halt sagt, hey, wir gehen von hier nach dahin. Den Joghurt fand ich auch spannend, weil auch so ein Naturjoghurt, denken jetzt viele, ah, der ist jetzt Natur, aber der hat ja trotzdem, kann ja trotzdem auch viel Zucker drin haben. Deswegen ist es einfach super wichtig, dass man da hinten immer drauf schaut. Du hast jetzt die Nährwerttabellen erwähnt und da will ich vielleicht auch nochmal eine Sache dazu sagen. Die Nährwerttabellen laut FDA, das ist die Federal Drug Administration, an deren Empfehlung sich ja viele andere Länder quasi orientieren, da gibt es eine 20-prozentige Abweichung, die erlaubt ist. Also das heißt, das, was draufsteht, ist nicht mal das, was drin ist. 20% sind schon erlaubt. Was aber gefunden wird, ist teilweise eben eine viel, viel höhere Abweichung. Und interessieren tut es am Ende trotzdem keinen. Das heißt, nicht mal der Blick hinten drauf lohnt sich. Klar, er ist schon wichtig, dass wir erstmal schauen, was ist überhaupt drin. Aber in offenen Mengenangaben sind wir da schon mal nicht auf der richtigen Seite. Was gibt es denn für eine gute Alternative zum Beispiel für so einen Joghurt?